Hallo Leute, willkommen zu Let's Draw Motherfucker! Hallo! Jetzt geht's los! Heute werden wieder die Stifte ausgepackt. Immer dieselben Sprüche hier. Ich würde gerne mal aber vorerst wissen, wie die Tendenz von den früheren Let's Draws aussieht. Ach so. Zählt alles nicht mehr, das war auf einem anderen Kanal. Wir fangen nochmal neu an, Freunde. Eine zweite Chance geben wir dem André mal. Vielleicht gewinnt er hier. Eine zweite Chance. Ah. Ich glaube, André sah wirklich sehr schlecht, finde ich, aus. Aber neues Spiel, neues Glück. Los. Würde ich sagen. Ja, das ist sowieso ein Glücksspiel hier. Also, heute weihnachtlich, Let's Draw Christmas Edition. Ich habe etwas für euch und zwar von dem guten XX Waschbrettboy. XX. Wow, Waschbrettboy. So. Hat er die Girls oder was? Und jetzt, das ist wirklich, oh, hallo Pikachu. Das ist wirklich jetzt sehr kritisch. Waschbrettboy sagt, malt mal den Tiger von der Kellogg's Packung. 3, 2, 1, los! Du. 30,0 Time Master zugeschlagen. Keine Ahnung. Mist! Warte, oder? Ja, was doch, geht ich jetzt? Man weiß ich schon, weiß, wie der aussieht. Aber wenn man das dann aufs Blatt bringen soll, ist das so schwer. Vor allen Dingen in 30 Sekunden. Wie soll man das schaffen, ey? Ich teste euch kurz. Okay. Wie ist der Kellogg's Werbespruch aus dem Kopf? Das ist fruchtig. 3, 2, 1. Ich glaube, Kellogg's weckt den Tiger in dir. Ja, ach, stimmt. Oh. Okay, egal. Okay, los geht's. Dann schauen wir mal unseren Tiger an. Stopp. Warte. Brett hier. Okay. So. Boah, ich hab's halt schon gesehen. Ja, los. Nein. Oh, geil. Okay, also. Mein Tiger. Hier. Hä? Wo sind die Augen? Oh mein Gott! Der hat hier gerade zu, der blinzelt gerade. Ach, ist das das Halstuch? Ja, genau. Halstuch ist ein Pluspunkt. Was denn? Oh. Ja, ich hatte keine Zeit, den Strich für den Arm zu machen. Das gibt Abzug in der Z-Note. Aber es gibt hier ultra viele Pluspunkte, weil ich dieses Halstuch habe. So, jetzt André hier. Jetzt zeig mal deins. Jetzt werden wir alle neidisch. Oh nein. Es geht weiter. Hier, ganz. Ich hab wenigstens noch eine Kellogg's. Halt mal dein Maul. Ich hab wenigstens noch eine Kellogg's-Verpackung gemalt. Das ist dieser Rahmen. Also, stopp, Moment mal. Ich bin ja nicht parteiisch jetzt in dem neuen Spiel, neuen Glück. Aber Kellogg's ist falsch geschrieben. Echt? Das wird mit 2G und 2L geschrieben. Das ging zu schnell, Leute. Das hier, schaut mal genau hin, Leute. Das ist ein eigenes Gesicht. Das ist so ein Vogel mit einem Schnabel hier drin. Stimmt. Ist das ein Vogel? Oh, stimmt. Das ist ein Angry Bird hier. Ich hier nochmal gucken. Aber Leute, was ist das denn hier? Was ist das? Dieses Muskeln? Ja. Muskeln? Also, ich bin verblüfft. Neues Spiel, neues Glück. André schneidet gar nicht so schlecht ab. Leute, das bleibt bei euch. Das bleibt bei euch. Das entscheidet ihr wie immer hier. Holen wir mal die Trennwand wieder her, oder? Ja, holen wir die Trennwand her. So, erste Round ist over. Jetzt Round kommt, one. Jetzt kommt der gute Manuerus LP Lücke JB. Also, Justin ich Bieber. Ich weiß nicht, ob unser Justin, Justin hier dabei ist. Justin Bieber? Justin Bieber's Let's Play Channel. Okay. Er sagt, das ist jetzt auch kritisch. Er sagt, malt, ... Hugh Hefner. Boah, das geht gar nicht. 3, 2, 1. Wer ist das? Ich weiß. Hallo! Was hier los? Hallo! Hey! Was ist hier los? Ist qualifiziert hier. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ist geil, meins ist gut. Leute, meins, ich war gehandicapt. Ja, warst du? Ich weiß nicht, wie der aussieht, aber... Schreibst dein Paper, wer zeigt? Scheiße. Oh. Okay, Leute. Hugh Hefner. Oh, was ist das denn? Ich kann es nicht beurteilen, weil ich... Leute... Wie sieht der aus? Halt mal kurz euer Maul. Weil... Der rennt doch immer in diesem Bademantel. Ja! Ja, ja. Ist richtig. Ja, ja. Richtig, damit, Leute, damit habe ich's.
Leute, ihr kennt doch Pflanzen vs. Zombies. Wie heißt das so? Pflanzen vs. Zombies. Ja. Das sind diese Zombies. Ja, ich wollte schnell einen alten Mann malen. Und hier ist ein Playmate. Ist das der Arsch? Was ist das denn? Die besteht ja aus einem Strich. Ja, die sind ja brettdünn halt, ne? Die Models, die er da hat. Also, okay. Leute, ich muss sagen, ich war gehandicapt, also ich weiß nicht, wie der aussieht. Deswegen habe ich einfach irgendwas gemacht. Oh mein Gott. Naja, so ganz falsch ist es nicht. Der Mantel macht's. Ist es so, der Mantel macht. Meiner hat hier Falten. Also ich weiß, dass es ein Opa ist. Ja, es ist irgendein alter Mann. Und der grimmige Blick und die Mundwinkel. Da ist kein Playmate da. Leute, diesmal kann man hier Hugh Hefner malen. Oh. Tja, dann lassen wir mal die Friends hier abstimmen. Ja. Es wird spannend. Also, wenn ich ehrlich bin, würde ich den ersten Punkt Jengis geben und den zweiten Punkt mir. Ja, damit aber man 1-1. Muss auch beachten, ich war gehandicapt. Das ist ja kackegal. Das ist ja allgemein Wissen. In der YouTube-Welt interessiert das keinen. Hier geht's ums Überleben. So, es ist ja hier weihnachtlich, also bleiben wir mal nett hier. Die gute, ich schätze mal, es ist eine die. Also stellt euch schon mal auf was Kritisches ein. Okay. Mel's Make-up Corner. Oh Gott. So, ihr könnt am Namen schon abschätzen, was jetzt so ist ungefähr kommt. Ist das Bieber's Beauty Channel? Los! Malt die Gute darum. 3, 2, 1! Hallo, was geht los? Das ist mega scheiße. Oh. Man sieht auch voll müllig aus. Jetzt geht's hier los. Mist. Final Round. Ja, los, hier ist dein Paper. Scheiße. Scheiße. Kacke. Oh mein Gott. Fuck, ich hab gut angefangen. Oh mein Gott. Darum erkennst du dich da wieder. Das ist eine Beleidigung. Nein, das ist keine Beleidigung. Das sind halt also die Haare und aber die großen Augen, weil sie immer so, große Augen hat sie. Also darum, falls du irgendwann mal hier sein solltest, ich erlaube die andere zu schlagen. Nein, guck mal, sie hat diese schönen lockigen Haare, diese großen Augen, Kleid an. Keine lockigen Haare. Natürlich, so leicht. Das ist doch immer gewillt. Von diesen Beauty-Gurus, dieses... Ja. Die tun da doch diese Lockendinger ein. Ja, dann hat sie ja trotzdem gelockte Haare. Ja, aber die hat von Natur aus glatte Haare. Ja, ich guck, ich weiß nicht, ich hab's nicht. Weiter geht's hier. Jengis, was hast du? Ja, nee, Das ist das Schlechteste. Es sieht besser aus als das von André. Nee, ich finde aber, da sieht man absolut nichts. Nein, sieht so aus wie so. Sieht so aus wie so ein Loser-Girl von der Highschool. Das hier ist Mrs. Vlog. Blend mal ein Bild von Kelly ein. Das ist Mrs. Vlog. Das hier ist nicht darum. Das ist, wenn ich so gucke, ist das... Fehlt die Zahnspange. Darum. Also der Punkt geht ganz klar an mich. Nee, das ist Mrs. Vlog. Erste Let's Draw in der neuen Season. Leute, gebt die andere eine Chance. Ich weiß es nicht. Gebt die andere eine Chance. Es ist schwer diesmal. Es ist schwer. Aber das sehen wir ja alles in der Zusammenfassung. Zusammenfassung. So, wir beginnen mit Frostige. Schnell weiter. Dann kam Hugh Hefner. Finde ich meins ganz gut. Ja, drauf. Und darum meins. Mrs. Vlog. Ganz klar. Hallo auf! Alter! Gut, Leute, wir unterschreiben die Dinger. Wenn ihr so ein Bild haben wollt, lasst einen Kommentar da, genau, dann suchen wir uns das raus. Die letzten Gewinner von euch stehen in der Videobeschreibung vom letzten Let's Draw. That's right! Genau, das war's. Gibt's noch was zu sagen? Ja, Moment. Ciao! Tschüss! Oh ja, nice!